Wie erstelle ich eine Homepage in 2 Minuten? Ich suche mir ein kostenloses Template heraus. Da ist so eines. Das Racetrack Player. Das kann ich mir runterladen mit einem Klick. Download ZIP. Das speichere ich auf meine Festplatte. Ich gehe mal in den Downloads-Ordner. Da befindet sich jetzt diese ZIP-Datei, diese gepackte Datei mit allen Unterordnern. Mit einem Doppelklick wird sie entpackt. Da ist jetzt mein Racetrack Playa mit den entsprechenden Dokumenten, HTML, Bilddokumenten. Die kann ich jetzt per FTP mit dem Pfeil Zilla hochladen. Ich gehe mal da rein. Machen wir mal einen Refresh, mal schauen, was geschieht. Da ist dieser Racetrack Player. Ich habe mich mit meiner Webseite bereits verbunden. Ich kann das hochladen. Das dauert jetzt eine Weile. 1,5 MB werden jetzt übertragen. Da hat es offensichtlich große Dokumente. So. Noch 7 Dokumente. Sehr gut. Dieses Verzeichnis ist zu lang. Das kann ich umbenennen. Racetrack Player ersetze ich jetzt einfach durch New Site. Da ist es. Jetzt kann ich mal in den Browser mal schauen, wie das aussieht. Das ist meine Webseite. Ich habe einen Unterordner, der heißt jetzt New Site. Drücke die Enter-Taste und hier ist meine neue Webseite. Und die kann ich jetzt anpassen, verändern und tun damit, was ich will.